Recht herzlich willkommen zur 13. Folge von Planet Nomads. Ja, wir sind wieder in unserem Fahrzeug drinne und haben jetzt wahrscheinlich das Problem, hier wegzukommen. Das funktioniert nämlich jetzt irgendwie nicht. Hinter uns ist, glaube ich, der Baum. Können wir jetzt irgendwie gar nicht so sehen. Geht nicht. Dann sind wir voll eingeklemmt jetzt hier. Das bedeutet, wir müssen irgendeine andere Lösung finden, dass wir das hinkriegen. Ich habe jetzt nur Sorge, wenn wir den Baum wegmachen würden. Nee, da ist eine Senke im Endeffekt hinter. Würde also rein theoretisch gehen. Ist das das Richtige oder? Nein, das war das Richtige. Wow. Wo ist er? Da kommt er. Weg. Interessanter Baum, ne? Ist unser Auto noch heile, oder? Die Äste sind nur Deko, oder was? Sieht so aus. Ja, komm, dann probieren wir erstmal wieder einzusteigen. Ich denn da nicht hin? Doch, jetzt. Wow. Interessant ist, dass wir erst einsteigen mussten, dass er dann fuhr, ne? Ja, da geht noch nichts. Jetzt ist er weg. Oder? Also unser Auto haben wir jetzt hier wirklich festgefahren, oder was? Ja, richtig, da, schau. Guck mal, das Rad ist sogar lose. Ja. Wieder so weg, ja. Das ist zu weit. Fahren wir runter oder fahren wir nicht runter? Das ist hier die Frage, ne? Da geht's nicht. Okay. So, jetzt mal gucken, oder? Oh, tiefer gelegt. Mal schauen, ob wir jetzt fahren können, ne? Es dreht sich auf jeden Fall wieder was. Ja. So, da haben wir es nicht geschafft, lang zu kommen. Da kommen wir aber lang. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hier einen Weg finden, ne? Weil wir sind ja schon. Wow, oh oh. Da geht's nicht hoch, ne? Schwierig, würde ich sagen, ne? Der eine Reifen hatte gar keinen Grip mehr gerade. Okay. Kommen wir da hoch? Eigentlich nicht, ne? Oder doch? Na, langsam fährt er ja eigentlich, ne? Aber dann ist er was. So, jetzt aber. Komm. Komm, komm, komm. So, jetzt ein bisschen weiter rechts. Und. Komm, der Allrad wird doch gehen, oder? Ah. Kriegen wir es mal irgendwie hin, darüber zu kommen? Wohl nicht. Ein bisschen mehr Schwung hier lang.
Da sind Steine. Sieht jetzt so raus, als ob wir hochfahren würden, runterfahren würden, aber ich glaube, wir fahren nicht hoch, oder? Nein, den Baum hoch ist ein bisschen schwierig. Okay. Hier ist ein Pass oder sowas. Kriegen wir da rüber? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Oder? Jetzt hängen wir irgendwo am Busch fest, oder was? Ja, gestaltet sich hier schwierig, wie man sieht. Ich glaube, da oben ist ein anderes Biom. Hier müsste es höher gehen, oder? Ja, da liegt Schnee. Kommen wir über den Berg, das ist die Frage. Sieht hier eigentlich gut aus, ne? Okay. Hier rauscht der Wind ein bisschen mehr. So, geht wieder ein bisschen schneller voran. Hochplateau hier. Na, da kommen wir nicht rüber. Schwierige Gestaltung hier. Wollen mehr gen Osten eigentlich, ne? Über diesen Berg. Okay. So, rüber. Ja, fest wieder. Irgendwann müssen wir doch mal diese Bergkette überwinden, oder? Er fährt noch, aber nicht mehr lange. 3, 0, 3, 0, 3. Ja. Das war's. Ich glaube, das klappt dann nicht. Wow. Gucken, dass wir hier jetzt hochkommen. Ist zwar Süden, aber irgendwie müssen wir hier weiter. Hier können wir ein schönes Skigebiet machen, ne? Ja, da kommen wir aber gleich nicht hoch weiter, oder? Ne, da ist wieder Schluss. Na, komm schon. Das ist nicht viel, ne? Ich glaube, jetzt haben wir's. Ja. Der fährt aber nicht weit genug nach rechts rüber, oder? Was ist das da oben gerade gewesen? Eine Kuh oder was? Und am Busch.
Gestaltet sich jetzt schwierig, hier hochzukommen, denke ich mal. Komm schon. 1,5 geht noch was. Na, 303. Bisschen so. Ne, fahren wir schon rückwärts. Jetzt sind wir wieder in so einer Kuhle hier dran, ne? Gucken wir mal, dass wir da runterkommen. So, jetzt mal weiter rechts. Fährt da so gut wie gar nicht nach rechts rüber, ne? Nee, will er nicht. Ich weiß auch gerade nicht, wie es hinter mir aussieht. Okay. Auf jeden Fall krass, was jetzt hier ist. Es wird jetzt dunkel, ich sehe nichts außer den Schatten des Bergrückens da oben. Wir fahren jetzt auch gerade nach Nordenmeer und da ist jetzt irgendwie ganz schlecht zu fahren. Wir wollen ja eigentlich nach Osten und endlich diesen Berg erklimmen, ne? Hier sieht es mir jetzt gerade so aus, als ob wir hier schon mal waren. So, 2,8, 3, ja, wird wieder schneller. Komm schon. Will er nicht. Ja, schwierig, dieser Bergrücken. Okay. Gehen wir rückwärts runter. Na. Da ist der Bad. Und jetzt? Irgendwie klappt das alles nicht so, wie wir wollen, ne? Tja, jetzt sehen wir auch gar nicht, wo wir sind, ne? Das Baum. Eigentlich wollen wir nach Osten, aber irgendwie geht es da nicht lang. Tja. Anhalten ist jetzt auch, glaube ich, schwierig, oder? Wenn wir jetzt rausgehen, ne, rollt er dann weiter? Ich glaube, der bleibt sogar stehen. Tja. Da ist Süden, da ist Osten. Da wollen wir eigentlich hin, ne? Können ja einen Tunnel bauen eigentlich, ne? Und der ist ganz schön groß.
Bisschen hier Erdarbeiten machen. Ja, jetzt wäre schön, wenn wieder Licht wird, ne? Oh, da kann ich schon einsteigen. Komme da aber nicht hin, ne? Das ist das Problem. Jetzt noch weiter rechts rum. Okay. No Data, sagt er. Aber hier geht's auch wieder nicht weiter, ne? Ne, keine Chance. Es gestaltet sich schwierig, hier über den Berg zu kommen. Hier Stallhänger. Kriegen wir nicht hin, ne? Oder doch? Okay. Oder wohl weggezogen. Ja, und das. Dead End jetzt hier. Da geht auch nichts. Jetzt nochmal mit Schwung, aber das wird auch nichts werden. So. Dann andersrum probieren. Jetzt fahren wir hier nach Westen. Nach Norden. Eigentlich wollen wir ja nach Osten, ne? Den schaffen wir aber nicht, den Osten. So, jetzt sehe ich nichts mehr. Da kommen unsere Scheinwerfer wieder. Da ist ein dicker Baum. Tja. Und hier rollen wir runter. Da leuchten wir diesen schicken Baum schön an. Rollen wir wieder zurück. Ja. Ich lenke rechts, aber irgendwie fährt er nach links rum, oder sehe ich das falsch? Ja, hier ist wieder Sabbat. So. Ja, jetzt wird's heller. Ja, jetzt sehen wir wieder was, aber irgendwie bringt uns das jetzt gerade auch nicht weiter. Ich würde sagen, aber hier machen wir erst einen Cut und über den Berg versuchen wir dann nächstes Mal noch rüber zu kommen. Wir uns noch was einfallen lassen. Ich weiß aber nicht wie. Es ist gerade wirklich in Anführungsstrichen irgendwie aussichtslos. Jetzt fährt er runter ohne mich.
Naja, ich kann jetzt hier auch irgendwie nicht anhalten, oder was? Naja, Schnee kommt auch, alles gut dann. So, hier muss aber ein guter Parkplatz eigentlich sein, oder? Ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.